Hallöchen alle zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiges Thema ist: Der Motor ruckelt beim Beschleunigen, beziehungsweise bei circa 2700-2800 Umdrehungen, wenn das Gas gehalten wird. Bei dieser Umdrehung ruckelt nichts, aber sobald ihr versucht zu beschleunigen, ruckelt das ganze Auto, die ganze Kiste ist am Wackeln. Das kann natürlich jetzt viele verschiedene Ursachen haben. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, also beziehungsweise es sollte eigentlich so ablaufen, dass ihr zuerst die Zündkerzen überprüft habt, gegebenenfalls Kraftstofffilter und Luftfilter spielt eine große Rolle bei der Motorleistung und gegebenenfalls vielleicht irgendwelche Undichtigkeiten im Ansaugbereich des Motors. Habt ihr alles überprüft und ihr könnt sagen, ja, es ist soweit alles in Ordnung, hier liegt nicht der Fehler, dann gäbe es noch eine Möglichkeit, die mir letztens widerfahren ist, und zwar Schuld ist die Drosselklappe bei mir gewesen. Und zwar, sie war verschmutzt und die Stellklappe, die hat eben bei dieser Umdrehung seltsamerweise zum Blockieren, zum Spinnen angefangen und deswegen hat die ganze Karre geruckelt. So, wie kommen wir nun an die Drosselklappe heran? Wir entfernen erstmal die Motorabdeckung. Und zwar, diese ist hier an die drei Punkten befestigt. Das sind Zehnerschrauben, die habe ich bereits gelöst. Die sind draußen. So. Gut, wunderbar. Und nachdem wir die Motorabdeckung entfernt haben, schrauben wir nun den Luftfilterkasten runter. Dieser ist an die drei mittleren Kreuzschrauben fixiert. Gut, dann weg damit. Hier auf dieser Ansaugbrücke sitzt nun unsere Drosselklappe. Jetzt bitte nicht erschrecken, wenn eure anders aussieht. Das ist richtig, dass sie anders aussieht, weil die Originaldrosselklappe habe ich leider nicht mehr und jetzt habe ich ersatzweise eine hergenommen vom Fahrzeug meiner Mom. Und jo, hier drauf sitzt, wie gesagt, die Drosselklappe. Diese ist mit entweder Imbus- oder Torx-Schrauben befestigt, viermal, einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da. Und ein Sensorkabel ist ebenfalls angeschlossen. Den bitte abstecken. Vorher, also generell, wenn man an der Elektronik sich zu schaffen macht, bitte stets die Batterie abklemmen. Ganz, ganz wichtig, dass es nicht zu Kurzschlüssen, Überspannungen und so weiter und so fort kommt. Und nun müsst ihr euch bitte vorstellen, dass ich die Drosselklappe abgeschraubt habe. Dann ziehe ich diese heraus. Hier der Bereich, der ist bei mir ziemlich dreckig, weil er lange offen gestanden ist. Aber das soll euch bitte nicht irritieren. Hier drin befindet sich ein Dichtungsgummi. Den bitte überprüfen, ob in Ordnung ist. Wenn er spröde, porös oder sonstiges ist, der gehört sich bitte dann ausgetauscht. Es kann natürlich sein, dass vielleicht an dieser Stelle die Drosselklappe Falschluft bekommt, wenn der Dichtungsgummi beschädigt ist und deswegen auch zum Spinnen angefangen hat. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Drosselklappe an. So sieht also die Drosselklappe nun aus. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier drin sitzt diese Klappe, die die Luftströmung des Motors reguliert. Und das kann natürlich jetzt sein, weil wir hier doch jede Menge Dreckablagerungen, also obenseitig und untenseitig, haben. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Das ist alles, ja, ordentlich dreckig, dass deswegen unser Motor spinnt, beziehungsweise dass die Klappe nicht einwandfrei freigängig arbeitet. Und ich würde sagen, reinigen wir diese. Zum Reinigen der Drosselklappe benutze ich herkömmlichen Bremsenreiniger. Und wie man unschwer erkennen kann, ist der Dreck, der löst sich schon fast von alleine.
Das Ganze solltet ihr doch ziemlich gut sauber machen. Schaut bitte, dass ihr möglichst ordentlich arbeitet. Das gleiche von der unteren Seite auch. Ja, ganz wichtig, die Dämpfe bitte nicht unbedingt. Ups, das war eine Schraube von der Drosselklappe. Ah, genau. Die Dämpfe bitte nicht einatmen vom Bremsenreiniger. Es riecht zwar super lecker, meines Geschmacks nach, aber ist überhaupt nicht gesund, da es reizend ist. So, okay. Dann kann ich natürlich jetzt auch ein bisschen die Klappe mit dem Finger eindrücken. Und dann reinige ich mal weiter. Also, vielleicht könnt ihr das erkennen, diese Ränder außenrum, die sollten auch nicht sein. Also da bitte schon sauber arbeiten. Jetzt stelle ich die Drosselklappe so quer und reinige hier einfach. Ziehe den Dreck ab. Ja. Das schaut doch ganz plausibel aus. Ja, schön langsam kommen wir der Sache näher. Also ich finde den Duft so lecker vom Bremsenreiniger, echt. Zwar überhaupt nicht gesund, aber ich finde es trotzdem geil. Also so in etwa kommen wir der Sache schon ganz, ganz nah bezüglich Sauberkeit der Klappe. Also so in etwa sollte sie aussehen. Ist jetzt nicht hundertprozentig sauber geworden, aber das soll ja zur Demonstration dienen. Und wie gesagt, ich mache das jetzt nicht hundertprozentig genau sauber, aber als Muster, so in etwa sollte es doch aussehen. So sieht das Ganze von unten aus. Okay, noch ein kleiner Tipp von mir. Diesen Sensorkabelanschluss, den bitte auch kontrollieren, ob der vielleicht korrodiert ist. Da könnt ihr vorsichtig Kontaktspray hernehmen, kann auch Abhilfe verschaffen. Gut, das war's im Prinzip auch schon. Und nun baue ich die Drosselklappe wieder ein. So, da käme sie jetzt hin. Also wie gesagt, ich wiederhole nochmals, das ist nun nicht die Original-Drosselklappe. Deswegen hängt die jetzt etwas drin. Das ist natürlich falsch. Aber so in etwa soll es bei euch aussehen. Bitte wieder die vier Schrauben einschrauben, anziehen, wie immer mit den vorgeschriebenen Drehmomenten des Herstellers. Macht euch diesbezüglich bitte schlau. Und wenn ihr die paar Cent riskieren wollt, empfehle ich dennoch, einen neuen Dichtungsgummi vorher zu installieren, also einzubauen und natürlich die Auflagefläche vom Dichtungsgummi sauber machen. Okay, und nun schrauben wir unseren Luftfilterdeckel wieder ein. So, und das wieder auf allen drei Seiten. Hier um, da hinten. Wer darauf steht, kann seine Motorabdeckung wieder drauf geben. Ich habe in einem Video zuvor bereits mal erwähnt, dass ich nicht unbedingt der Liebhaber und Fan von diesen Motorabdeckungen bin, da ich einfach davon überzeugt bin, dass die Ventildeckeldichtung auf der anderen Seite durch diesen Hitzestau beschädigt wird, dass die einfach spröde wird, kaputt geht. Und deswegen, ich persönlich baue die Motorabdeckungen nie drauf. Die lasse ich immer auf die Seite, aber das ist jedem selbst überlassen. Jo, und leider, wir sind schon wieder am Ende angekommen bei meinem Video Motor ruckelt beim Beschleunigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich herzlichst über ein Like oder über ein Abo von euch freuen. Und wer natürlich mehr von mir sehen möchte, also sprich meine Schraubarbeiten am Auto, der möge bitte einfach nur oben rechts meine Playlist öffnen und dann könnt ihr meine anderen Videos ebenfalls durchforsten. Also dann,
wünsche ich gutes Gelingen, viel Spaß bei der Arbeit, seid vorsichtig, umsichtig. Bezüglich Richtigkeit, Vollständigkeit, wie immer, übernehme ich keinerlei Haftung. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Amen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.